Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei Planet Coaster im Weltenbauer Park. Ach, ist es nicht schön? Eine schöne, ruhige Baustelle auf jeden Fall. Viel Platz. Keine Bauarbeiter. Ist wie auf der A1 bei Bremen. Wir gehen wieder in den Pausenmodus. Da wird es direkt ganz still, aber gleich setzt ja auch die Musik wieder ein und wollen uns heute ums Dach kümmern. Zu Beginn würde ich jedoch ganz gerne hier ein bisschen noch das Terrain an den Rändern anpassen. Das hier will ich auf jeden Fall kaschieren. Das ist mir zu viel. Weil die Schräge letzten Endes bringt sie uns nichts. Das bricht das Innen zwar ein bisschen auf fürs Auge, aber eigentlich bleibt ja schon hier diese rechteckige Form von dem ganzen Bahnhof. Und deshalb machen wir hier ein bisschen Terrain füllen, beziehungsweise wir können auch einfach so machen. Oder auch nicht. Oh Gott. Jetzt brauche ich den Modus, um Terrain zu ignorieren, Gebäude zu ignorieren. Irgendwie so war das doch. Weil das funktioniert alles andere als gut. Szenerie sperren. War jetzt aber auf. Moment, gucken wir nochmal. Ja, da passiert jetzt nicht nix. Okay, dann kann er das nur in dem Modus einfach nicht. Trotzdem müssen wir da ein bisschen behutsam vorgehen, weil ich möchte nicht, die ganze Mauer verdecken. Da müssen wir uns halt irgendwas auch noch überlegen. Wahrscheinlich werde ich mit der Mauer einfach nochmal ein Stückchen höher gehen. Also meine Idee ist jetzt gerade, dass ich hier ein bisschen rüber gehe und dann das sind hier wieder ein bisschen Glattbügel. Sofern es denn funktioniert. Müssen wir mal gucken. Auf Oberfläche glätten, auf Fundamenthöhe glätten, meißeln. Einfach nur mit dem Glätten-Tool vielleicht. Ja, dann macht er da direkt wieder den Rand weg hier. Das ist auch nicht so geil. Wir gucken mal. Das kaschieren wir sonst auch am Rand einfach. So ist das mit diesen Ecken hier. Das geht gar nicht. Probieren wir noch ein anderes auf Oberfläche. Ja, es wird immer nur weniger. Dann machen wir hier halt so eine Kante, um Himmels Willen. Und dann machen wir hinterher Büsche und all so ein Zeug da drauf. Gut, wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, dass wir hier anfangen und einfach mal hier die Schrägen drüber bauen. Und dafür können wir jetzt natürlich keine normalen Dächer nehmen, denn ich habe diese Winkel nicht nachgemessen. Das sind jetzt irgendwelche Winkel und deswegen ist es auch egal, dass das hier so ein bisschen durchklippt, weil das wird man hinterher nicht mehr sehen. Zumindest nicht mehr so eindeutig. Ich probiere trotzdem mal einen Dachpart und zwar, es muss ja auch irgendwelche Dachteile geben, die man frei bewegen kann. Ich finde halt am schönsten letzten Endes diese Stahldächer. Ich gucke nur mal gerade vom Winkel, ja, die sind deutlich steiler. Es ist nicht so viel, was fehlt, aber es fehlt eben schon ein bisschen was und eigentlich möchte man ja auch nicht, dass es so unendlich gleich aussieht. By the way, bisschen Kritik darf ja auch immer sein.
Hier sieht man ja, welche DLC-Teile ich nicht habe. Also der World's Fair DLC ist ja der letzte gewesen. Und dann sind hier auch noch welche vom Vintage Pack. Und das ist alles, was an Dächern dabei war. Und gerade dieser World's Fair mit seinen 10, 12 verschiedenen Ländern oder so. Ich weiß nicht, ey, so lange kann das nicht dauern, diese Teile zu gestalten. Weil es sind letzten Endes immer wieder die gleichen Teile, nur mit einer anderen Textur, wenn man mal ehrlich ist. Genauso die Wände, es sind halt immer wieder die gleichen Wandteile. Und das ist alles, es ist nicht viel. Natürlich muss man jetzt Dächer, Säulen, Wände und so weiter alles zusammenzählen, aber weiß ich nicht. Und dann so ein Fahrgeschäft, was im Prinzip so ist wie die, die wir eh schon haben. Und dafür dann wieder 12 Euro oder 13 Euro oder wie viel das denn ist. Klar, Entwicklung muss irgendwie finanziert werden. Aber ich würde gerne mal wissen, irgendwann muss was Großes von Frontier Developments kommen, was irgendwie im Zusammenhang mit Planet Coaster steht. Oder vielleicht auch ein neues Spiel, aber das gesamte Team, die müssen ja, weiß ich nicht, 80% oder 90% ihrer Ressourcen in irgendwas Neues stecken. Das kann ja nicht mal alles das hier sein. Okay, wir gucken mal nach Roof. Finden wir da etwas? Nein. Vielleicht schreibe ich es auch falsch. Kann auch sein. Wo würde ich denn etwas finden, was ich dafür zweckentfremden kann? Das ist die große Frage. Es wäre halt geil, wenn man die Dächer alle irgendwie frei bewegen könnte oder generell die Gebäudeteile. Kann man aber nicht. Also im Prinzip ja hier sowas, ne? Wo man sich selber halt so ein Dach bauen kann. Das wäre jetzt Beton. Was mir erstmal ziemlich egal ist. Aha, ausnecken. Das glaube ich hier alles aus dem Studios. Freiformrequisiten. Vielleicht sollte ich das einfach mal als Filter nehmen. Nö. Eigenschaft. Freiformrequisiten. Okay, da kommt jetzt natürlich wieder eine ganze Menge. Freiform heißt wahrscheinlich einfach nur, dass ich die bewegen kann, wie ich lustig bin. Aber das gilt doch eigentlich für fast alles, oder? Ich guck mal lieber hier nochmal manuell, in welcher Kategorie ich das dann finde, so etwas. Torbögen, Zäune, da haben wir sie wieder alle, da waren wir ja schon. Diverse. Unter diverse ist auf jeden Fall hier diese Betonplatte. Was ist das hier alles? Aha, das ist alles aus dem Adventure Pack. Das wollen wir natürlich nicht. Bitte was? Okay. Das ginge natürlich auch. Ist eventuell gar nicht so dumm, das mit so einem Teil zu machen. Wir können es ja einfärben, wie wir wollen. Und können das dann immer noch gestalten. Ich packe mir das mal einmal. Was haben wir denn hier? Flach. Als Form. Okay. Die Frage ist, wie weit wollen wir gehen? Ich pack das mal hin. Ist das jetzt schon zu tief? Eigentlich ja, ich möchte das nicht so tief haben. Das mal gerade ein bisschen kleiner. Das Schöne ist, er packt es ja an die Oberfläche. Also hier ist es jetzt perfekt dran.
Auch das ist im Prinzip fast okay. Dem Überstand, dass es hier einigermaßen eine Linie ergibt, finde ich gut. Eventuell erweitern wir dann nämlich diese Stützen nochmal. Aber da gucken wir mal. Ich würde das einfach mal probieren hiermit. Natürlich nicht in so einem hässlichen Grün. Wir haben viel diese Farbe verwendet. Ich finde das eigentlich ganz gut. Wir kopieren es uns einfach erstmal hin. Daran zeigt sich dann immer, wie genau man gearbeitet hat. Also wer sich wundert, warum ich das jetzt in so einer Reihenfolge mache und nicht erst das Gerüst darunter noch weiter baue, es ist ganz einfach so, dass ich irgendwie ja hier mit diesen Formen arbeiten muss. Ob es jetzt eben so eine Kunstform ist oder dann ein vorgefertigter Block mit irgendwas. Aber in gewisser Art und Weise wird mir dadurch ja die Form des Daches diktiert. Und dann gehe ich lieber immer so einen Zweierweg. Also zum einen das Gerüst bauen, dann entsprechend ein Dach anpassen, soweit es halt möglich ist damit. Und anschließend wieder das Gerüst. Und dann vielleicht wieder das Dach, und so kann man sich dann da entlang hangeln. So. Ach komm, ey, gar nicht lange dran aufhalten. Kann man eigentlich in Planet Coaster Objekte gruppieren? Also unabhängig davon, jetzt zum Gebäude zu machen oder zu einem Blueprint? Wahrscheinlich nicht, ne? Deswegen. Da müssen wir es dann eben so machen. Und jetzt irgendwie drehen. Auch hier, das mache ich jetzt ganz frei dünken. Ist das noch zu wenig? Nö, die Rundung ist eigentlich... Dürfte sogar eventuell ein bisschen weniger sein, ne? Ich lasse das aber erstmal so. Weltachse verwenden. Nee. Das wollte ich jetzt nicht. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist es weg. Ach, um Himmels Willen. Sorry, müssen wir nochmal machen. Ich muss mir das einfach angewöhnen, die Dinger zu bestätigen. Aber das ist ja jetzt die falsche Achse, also die Relativachse. Genau, okay, die will ich haben. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt anfange zu drehen, dann dreht sich das eben alles wieder mit. Das ist mir jetzt schon zu viel ein bisschen. Ah, okay. Einfach einmal bestätigen und wieder X drücken. Dann machen wir das einfach so. So. Man muss den immer erst einmal bewegen, bevor er dann anfängt, ein bisschen detaillierter zu sein. Ob ich das jetzt überhaupt noch hinkriege?
Meine Maus ist sehr fein eingestellt. Ich glaube, es scheitert dann eher am Spiel. Gut, ich meine, das ist natürlich auch wieder sehr nah dran gewesen, ne? Da kann man, glaube ich, drüber hinwegsehen. Ja, komm. Wir lassen das so. Ich mache das einfach weiter. Wir wollen ja heute ein schönes Dach haben. Aber das machen wir auf jeden Fall auch symmetrisch. Also ich muss irgendwo in irgendeiner Mitte dann ankommen. Prozent mittig ist es ja nicht. Ja, mal gucken. Mal gucken, liebe Freunde. Was, oh, ist das still gerade? Aber da hat es dieselbe Kante. Fast, ne? Bisschen zu viel. Wenn wir noch ein Stück nach rechts gehen, geht das? Nein, jetzt hatten wir es fast. So, man hält schon fast die Luft an. Okay, jetzt noch ein weiter. Die Frage ist jetzt, als nächstes, wie bekomme ich die wirklich 100% gerade? Geht das als 100% gerade durch? Müsst ihr entscheiden. So, das sieht doch schon ganz cool aus. Jetzt müssen wir uns das Ganze nur eben irgendwie gescheit kopieren. Ich überlege gerade schon, in welchem Modus. Wenn wir es an Ort und Stelle duplizieren und dann einfach erweitern, dann haben wir da... Gott, jetzt sehe ich im Sonnenlicht nichts. Dann haben wir da das Problem, dass ich keine festen Winkel habe beim Drehen. Vielleicht habe ich welche und ich übersehe das die ganze Zeit nur. Das kann natürlich auch sein. Und wenn ich es jetzt mit Steuerung D kopiere, kann ich einfach mit 2 mal Y es perfekt drehen. Ich würde das jetzt mal einmal versuchen, hier so dann auszurichten. Ich glaube, das ist nämlich einfacher. Ach, guck mal hier, Winkelausrichtung. Wer weiß, wie viele von euch jetzt schon aufgeschrien haben. Ist aber nicht schlimm. Es kommt aus selbe hinaus. Man muss es halt in den 3 Dimensionen irgendwie anpassen. Bis man dann feststellt. Und das wäre es einfacher gewesen. Also von der Höhe sind wir jetzt fast da. Ungefähr so. Das müssen wir uns jetzt natürlich auch hier hin kopieren. Und
Und zwar so, dass es schön hier dran passt. Das war schon zu weit. Für diejenigen, die jetzt tatsächlich aufschreien und sagen, mein Gott, woher, warum weiß er das nicht? Ich habe dieses Spiel ewig nicht gespielt. Es ist wirklich lange her. Deshalb verzeiht es mir bitte, wenn das jetzt nicht alles direkt so 100%ig funktioniert. Aber ich glaube, insgesamt passt es schon. Also, nee, stopp. Dann wählt er das direkt wieder komplett ab, ey. Blöder Sack. So, jetzt. So ist das perfekt, wie aus einem Guss. Und jetzt nochmal. Und leider Gottes nochmal. Es wäre fast aufgegangen. Eine leichte Kante hat man, aber mein Gott, ist doch nicht schlimm. Das ist doch mal ein Dach. Ist ja jetzt hier wie bei einem Festzelt oder bei einer Messe oder so. Finde ich an sich schon mal ganz cool. Die Säulen. Hier hatte ich doch sowieso noch Platz, oder? Habe ich die komplett? Ah, hier muss ich jetzt wieder den anderen Modus. Nee. Hatte ich nicht. Dann mache ich hier jetzt noch mal einen halben höher. Weil das einfach zu niedrig sonst ist. Ist er schon bei dem halben? So. Genau. Bevor wir, das Dach bleibt natürlich nicht so. Also, wir werden das hier vorne auch abschrägen und so weiter und so fort. Aber bevor wir das machen und wir sowieso jetzt hier noch so rumdüsen, bauen wir erstmal hier auf den Säulen noch die Stahlträger. Kommen wir das jetzt noch hin? Ja, ne? Wenn wir es nicht hinbekommen, überziehen wir halt ein bisschen. Jetzt muss ich wieder überlegen, wo waren denn die Stahlträger? Waren die bei den Gebäuden? Obwohl ich die eigentlich auch frei platzieren kann. Ich guck mal gerade bei den Gebäuden. Das ist immer so eine Sache, wenn zwischen den Aufnahmen wieder ein bisschen Zeit vergeht und man noch andere Dinge aufnimmt. Beziehungsweise halt arbeitet, ganz normal. Dann vergisst man das manchmal. So, also die waren es nicht. Das waren die Achterbahnstreben groß. Genau, dann brauchen wir auch ein entsprechendes Fundament. Das wollte ich jetzt nicht nehmen. Zum Beispiel so. Na, es ist ein bisschen zu unauffällig, oder? Das ist für Runde.
Und da könnte ich auch einen eckigen draufpacken. Weil das Ding ist mir irgendwie zu klein in dem Augenblick. Und eigentlich möchte ich das nur für diese Verbindung machen. Die sind schon ganz cool hier. Bumm, drauf da. Da steckt auch richtig Gewicht hinter. Das ist doch genau das, was wir brauchen. So, das machen wir jetzt mal eben weiß. Genau so bei ihm hier. Obwohl, hier könnten wir eigentlich so ein Rot dann auch nehmen. Aber nicht beim Stein, sondern dann bei der anderen Farbe. Ich glaube, das hatte ich da, ne? Gut, und ihn müssen wir jetzt noch ein bisschen positionieren. Boah, erstmal hier das Riesenmenü runter. Sorry, ich vergesse das manchmal, weil ich bin dann so konzentriert auf den Bereich, an dem ich gerade sitze. Es ist sehr knapp, aber es funktioniert. Es funktioniert. Moment, was macht er denn jetzt? Das kann nicht sein. Moment. Nochmal die beiden auswählen. Ach, weil ich das Ding gedreht habe. Ja, das ist jetzt schon wieder sowas. Ganz richtig sitzt das aber auch nicht. Ich verstehe halt nicht, warum er den Schwerpunkt irgendwie so komisch setzt. Das war zu weit. Ach ja, komm. Dann machen wir es jetzt halt mit dem Modus. Es soll mich auch nicht letzten Endes weiter stören. So, da macht das es nämlich wieder genauso, wie ich es gerne hätte. Ist auf jeden Fall einfacher. Okay. Gut, jetzt haben wir hier schon mal da eine Stütze. Also wir haben hier unsere Stützen, dann haben wir da eine Stütze und dort hinten. Also das passt ja alles, ist schön symmetrisch. Hier lassen wir, wie gesagt, das Terrain ein bisschen drüber, den Berg. Und dann brauchen wir natürlich diese weißen Streben auch irgendwie noch hier an der Decke. Weil das ist schon eine sehr große Distanz und ich würde einfach das hier kopieren als
und zwar auf die Innenseite, habe ich mir jetzt ganz spontan mal überlegt, und dann von den drei Stellen so den Bogen rüber und dann müsste es ausreichen von der Größe, dass man sagt, okay, ist irgendwie nachvollziehbarer. Und dann, das hier haben wir ja, da brauchen wir hier nichts. Wenn wir das dann haben, dann können wir fast schon die Traversen oben dranhängen. Und da möchte ich eben so richtig, also alles voller Traversen, dass das so richtig aussieht, ja, wie so eine Konzerthalle, so eine Arena. Ja, doch, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und wenn das dann auch noch dran ist, kann man vielleicht sogar schon ein bisschen dekorieren. Weil an eine Traverse gehören natürlich Lichter. Und da fällt uns bestimmt was Schönes ein, was wir machen können. Ich überlege jetzt gerade nur noch, so hat die Verbindung irgendwie Sinn ergeben für mich, als ich das Dach noch nicht drauf hatte. Und da überlege ich jetzt natürlich gerade, ob ich dann vielleicht nochmal quasi sowas mache. Nur eben dann eher so. Ja. So, versteht ihr? Die machen wir natürlich auch rot. Und lassen die dann so. Dann hält das da nochmal. Finde ich gut. Hier machen wir jetzt aber Pause. Also wir haben Dach fertig. Zumindest schon mal von oben. Na, schon wieder im falschen Modus jetzt von der Kamera. Das kann sich doch allmählich so sehen lassen, würde ich sagen. Ich sag das, glaube ich, jede Folge, ne? Aber es stimmt ja auch. Es wird ein sehr cooler Eingangsbereich für unseren Park. Wenn das alles dekoriert ist und leuchtet, dann wird das sehr, sehr schön. Gut, damit machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dahin würde ich wie immer sagen, einen lieben Gruß in die Runde. Wir sehen uns beim nächsten Mal und habt noch einen super Tag.